Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Nirim. Beim letzten Mal haben wir ja hier so, ich sag mal, in the middle of nowhere aufgehört und ich bin jetzt hier nochmal bei dem alten Wachturm. Mir war nämlich direkt, nachdem ich die Folge beendet hatte, das Spiel abgestürzt. Das heißt, wir müssen das jetzt hier nochmal machen. Und ja, deswegen ist der Turm jetzt hier auch noch nicht eingezeichnet. Ja, das ist eigentlich der Grund. Alter Wachturm, genau. Hier ist noch eine Truhe. Auch kaum auffällig, ne? So, da sind die nächsten beiden Gegner. Ah ja, und da sind auch gleich wieder welche. Ihr bleibt gleich mal liegen. Nein, ich bin wieder in diese blöde Blume reingelatscht. Oh. Die ist echt fies, diese Blume, Alter. Die kann man auch nicht pflücken, ohne dass man da irgendwie reinlatscht, ey. Schlimm. So, ich speichere hier nochmal alte Holztür vom alten Wachturm. Und ja, sollte es auch anders sein. Prompt kommt böse Bubennachschub. Ah, jetzt verpiss dich hier, du. So, jetzt hör auf zu nerven. Gib dein Zeug her. Du genauso. Da gleich die nächsten. So, hier könnte ich ja eigentlich mal wieder mein Licht nehmen. Im Innenräumen ist der eigentlich ganz gut. Wird draußen leider zu schwach. Da sind die Tränke halt deutlich besser. Ich habe natürlich keine gebraut. Kannst gleich liegen bleiben. Okay. Oh, Kampfmagier-Schild. Ist da noch einer? Nee. Zack, zack, zack. Schnell alles eingesammelt. Wunderbar. Oh, geil. Ja gut, dann gehen wir erstmal hier runter. Stecke ich denn da jetzt schon wieder fest? Der steckt da selber fest. Scheint irgendwas mit der Treppe zu sein. Okay. Puh, das scheint ja echt wieder ganz schön groß zu sein hier. Karasal. Bleib mal liegen. Frosthauch. Ha, ist ja geil. Ja, Kollege, das war's, ne? Ja. Okay. Sehr schön, was hat der? Ja, Büchersession muss ich auch mal wieder machen. Haben wir da einiges. Cool, da oben ist auch noch was. Telekinese. Ist da noch was? Nee. Ja, geil, Leute. Gut, dass wir das mitgenommen haben.
mega gut. So, dann haben wir das und dann geht. Ach so, hier geht's gar nicht weiter. So, okay. Ja, dann haben wir es schon, Leute. Ja, kurz und schmerzlos, auch schön. Soll mir ja recht sein, ne? Oh, da hat das Spiel aber gerade richtig gespackt. So, die, deren Seelen nehmen wir uns auch noch an. Oh, den gibt's noch. Oh, hält sich wacker, sagt er. Nix. Was ist das denn für eine Abspackung gerade? Muss ich nicht verstehen, ne? So, jetzt brauche ich nochmal die Karte. Ach, hier ist wieder ein Weg. Sind wir hier wohl richtig, ne? Was soll das hier? Hm. Ah, da ist auf jeden Fall noch ein Gegner. Die hat hier gut rumgemurkst, die Spinne. Oh, und das Spiel ist abgestürzt. So, da bin ich wieder zurück. Hier wieder die geile Pflanze. Ja, ich frage mich jetzt natürlich, hier richtig bin. Ah, das sieht echt gut aus, denn ist der andere Weg, muss tatsächlich noch irgendwas anderes sein. Also der hier, oder ist es hier nur Fake oder wieso muss ich das verstehen? Ah ja, hier sind auch irgendwelche Kreaturen unterwegs. Willenloser Körper, was? Ach du Scheiße, ey. Feuersalze. Ach, das ist jetzt quasi der andere Weg hier, den ich gesehen hatte. Okay, verstehe. Naja, der geht denn aber. Naja, da geht denn die Brücke rüber. Was geht denn hier ab?
Hat der uns noch gar nicht bemerkt, der Harry? Nö. Anscheinend nicht. Keine Ahnung, was mit dem nicht stimmt. Ich weiß nur, dass die relativ viel Schaden machen, auf jeden Fall. Ich sag mal, Leute, aber was ist denn hier passiert, bitte? Feuerfunken, Glückskeks. Geil, Leute. War das hier mal so eine Siedlung oder was war das hier? Die ist aber auch nicht weiter, was? Aber war ja cool. Ein paar Sachen haben wir ja trotzdem eingesammelt. Na gut, dann gehen wir mal zum... Und noch eine! Noch ein Feuerfunke! Geil! Sehr, sehr cool. Ja, dann schauen wir mal hier in der Ruine. Steintür, alte Tempelanlage. Ja, den Schalter muss ich wohl drücken. Nein, die gehen alle auf. Oh, ja, gut. Fangen wir mal hier an. Und natürlich alles voller Gegner. So, was ist hier? Ach du Scheiße, so ein verwinkelter Kram hier, ey. Das ist ja wieder gar nichts für mich. Ach nee, von hier sind wir gekommen. Uhuhuhu, da brauche ich auf jeden Fall eine Karte. Okay, von hier sind wir gekommen. Ist mal in so einem Licht hier. Okay, Sackgasse. Ah ja.
Ist ja irre hier, ey, es gibt ja gar nicht. Ich fass es nicht. Wie geil ist das denn gemacht? Podest schieben. Oh, geil, Leute. Wie cool ist das denn? Fantastisch, ey, es ist so geil gemacht. Es ist so cool gemacht, echt. Nein, ich stecke fest. Okay. Na, dann sag ich mal bis gleich, ne? So, da bin ich wieder. Verschüttet. Auch so eine miese Falle hier gewesen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Boah, das ist aber echt verwirrend. Muss man ja mega aufpassen. Das ist doch eine Sackgasse, oder nicht? Gut, dann müssen wir den anderen Weg gehen. Jetzt sind wir schon wieder halb draußen hier. Saugeil, ich kann mich ja nur wiederholen, wie cool das ist. Oh, die Ruinen überschneiden sich. So eine Überraschung. Sag, Callisto ist nicht hier, oder? So ein Glück. Der hätte mir mit seiner Laune gerade noch gefehlt. Ich habe noch keinen Durchgang gefunden. Aber jetzt können wir ja zusammen weitersuchen. Da finden wir bestimmt was. Das ist ja geil, finden wir erstmal Kim. Und da will ich natürlich auf jeden Fall gucken, wo der herkam. Es ist so riesig hier.
hier so ein alter Stollen? Oder was war das hier? Versiegeltes Portal. Unmöglich. Das haben wir doch schon mal gesehen. Das muss es sein. Die Tür sieht irgendwie magisch aus. Ich wette, dahinter ist schon der Palastkeller. Wir müssen Callisto rufen, sonst kriegen wir die Tür nicht auf. Ach, das ist die Tür? Ja, Kim, dann sag mir mal, wenn du von hier gekommen bist, warum du die nicht gesehen hast. Und so eine Tür, ganz ehrlich, haben wir doch schon mal gesehen in Erotin, oder? Aber Leute, ne, ganz ehrlich. Was hat das denn mit den anderen Türen da beim Tempel auf sich? Wisst ihr, was ich meine? Ich mach das mal so. Ich mach hier mal ein Save. Und dann laden wir mal da. Und dann gucken wir mal, was das mit den anderen Türen auf sich hat. Ihr wisst, glaube ich, welche ich meine, ne? Meinen die hier? Die sind doch auch aufgegangen. Ist hier eine Sackgasse? Ja, hier ist eine unsichtbare Wand. Hier kann ich nicht weiter. Ihr wollt mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass ich beim ersten Mal gleich die richtige Tür erwischt habe? Natürlich! Hier, von hier sieht man das nur. Das andere sind Sackgassen. Das gibt's ja gar nicht. Ist ja der Hammer. Ich habe gleich die richtige Tür erwischt. Unglaublich. Na gut, dann kann ich ja wieder neu laden. So, und jetzt muss ich Callisto, den Harry, rufen. Wo war das denn? Gar nicht mehr, wie das hieß. Hieß das Callisto rufen oder? Wie ist das denn? Blitzheilung. Gefährten rufen, ruft Kim. Nach einiger Zeit des Wartens taucht Callisto endlich auf. Ausgezeichnet. Das ist tatsächlich der Durchgang in den Tempel. In der Aufzeichnung war von einer Parole die Rede, mit der man das Tor öffnen kann. Nun, ich hoffe sehr, dass ich sowas nie wieder werde sagen. Ich lebe für den Schöpfer, den allmächtigen Herrscher der Menschheit. Durch dessen Gnade allein ich bin und durch dessen Schutz allein ich noch weiterhin sein werde. Möge sich die Pforte in seinem Namen öffnen. Es klappt, wir sind drin. Nicht sowas falsch. Religion gilt dem gemeinen Mann als wahr, dem Weisen als falsch und dem Herrscher als nützlich. Vor allem dem, der mit Gewalt regiert. Na los, kommt. Ist ja der Hammer. Was gibt's denn? Okay, ich dachte, er sagt noch was dazu. Ist ja eine geile Tür. Ultra geil gemacht. Versiegeltes Portal.
Und ich bin der Meinung, so ein Portal haben wir auch schon in Erutin gesehen. Ja, Leute, aber wie es hier weitergeht, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich mache hier wieder eine kleine Pause, aber es geht ja bald weiter. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.